Ich habe mich vor allem gefreut, dass ihr mir die Einladung nach Halle. Und das gleich im doppelten Sinne. Also einerseits gibt es natürlich, wie bei den meisten hier, einen biografischen Bezug. Meiner ist, dass ich vor fast genau 19 Jahren, 1999, hier in diesen Hallen, allerdings unten im großen Betsaal, also meinen allerersten Vortrag im Rahmen der Bildungsgeschichte gehalten habe. Anlass war damals die erste internationale Schleiermachertagung. Es ging um Schleiermachers Reden um die Religion. Der zweite Bezug hat also mit Ernst Christian Trapp zu tun, weil die meisten wissen ja, also dass ich in den letzten Jahren fast ausnahmslos nur zeitgeschichtlich unterwegs gewesen bin. Also gerade letzte Woche ist das zweite Buch über die Odenwaldschule fertig geworden. Und insofern freue ich mich natürlich, dass ich mich jetzt mal wieder mit Ernst Christian Trapp eben nicht aus einem zeitgenössischen, aktuellen Anlass heraus beschäftigen muss und um diverse Fallhöhen im Zusammenhang mit dem Preis unserer Fachgesellschaft, sondern tatsächlich, also ganz esoterisch, mich historischen Themen zuwenden darf und insofern auch Ernst Christian Trapp im späten 18. Jahrhundert. Mit der Technik müssen Sie verzeihen, weil auch das ist jetzt ein großes Abenteuer, die Bildschirmpräsentation jetzt auf einem Windows-Rechner zu sehen. Ja? Okay, gut. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah ja, okay, gut. Und jetzt passiert doch etwas. Okay. Ich bin eingeladen worden, tatsächlich zu einem konkreten Thema zu referieren. Anlass sollte sein, also die Seminaridee, insbesondere in Ergänzung auch zu dem, also was Kollege Oberschelp heute Morgen gemacht hat, aus der Perspektive der Universitäten und die Frage, was bedeutet das fürs Wissenschaftssystem. Ich habe mir dann die Freiheit genommen, das ein wenig zu konkretisieren und eine historische Persönlichkeit in den Fokus der Aufmerksamkeit zu stellen, nämlich Friedrich Gedecke. Insofern danke ich Ihnen, also, dass Sie mir die Brücke geboten haben und Ihren Vortrag gewissermaßen ausgeleitet haben mit Gedecke. Ich nehme das dankend auf und versuche auch die anderen Beiträge auch ein Stück weit zu adressieren. Ich beginne mit einem Zitat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Kunst zu lehren ist eine große... Funktioniert nicht, warten Sie... So ist das halt immer. Ja, okay. Die Kunst zu lehren ist eine große und schwere Kunst. Sie ist nicht das Werk der bloßen Natur oder des Zufalls. Sie ist das Resultat mehrjähriger Übung und der Erfahrung, die jedoch immer besondere natürliche Anlagen voraussetzt. Freilich wird die Bildung eines mehrenteils dem bloßen Zufall überlassen. Man tritt in diesen Stande gewöhnlich ohne alle Vorbereitung. Und so ist es ja kein Wunder, dass in keinem einzigen Stande die Zahl der Stümper und Pfuscher so groß, die Zahl der wahren Meister so klein ist. Die meisten haben nie Veranlassung gehabt, über Methode nachzudenken, noch weniger Gelegenheit, über Methode praktisch und anschaulich belehrt zu werden. Höchstens haben sie in unseren an Schriften so fruchtbaren Zeitalter hie und da ein pädagogisches Buch gelesen. Aber eine praktische Kunst lässt sich nicht durch Bücher erlernen. Umso gemeinnütziger sind die mancherlei Seminarien zur Bildung geschickter Lehrer, die man hie und da angelegt hat. Der hier zitierte Gedanke, meine sehr geehrten Damen und Herren, stammt aus dem Jahre 1790, mithin also aus einer Zeit, die wegen ihrer besonderen Aufgeschlossenheit für Phänomene der Erziehung und der Bildung gemeinhin nicht nur als die Hochphase der Aufklärung gilt, sondern historisch zugegebenermaßen einigermaßen grobschnittig skizziert, kulturgeschichtlich gar als das pädagogische Jahrhundert in die Annalen einging. Der Mythos, die legendenhaft fabulöse, von der faktischen Realgeschichte vielfach entkoppelte Narration, ist allerdings ein so attraktives wie verführerisches Genre historische Rückschau, dessen sich die Geschichtsschreiber schon wegen der Möglichkeit zur vereinfachten Darstellung komplexer ideologischer und sozialer Verwerfungen allzu gern und allzu häufig bedienen. Gerade mit Blick auf die Spätaufklärung ist danach die Idee von der Emanzipation der Menschheit gleich der Vorstellung von der Selbstbestimmung des bürgerlichen Individuums, gleich dem Entwurf von der Befreiung von repressiven Erziehungsverhältnissen, gleich der Einsicht in das vorgebliche Eigenrecht des Kindes auf seine Entwicklung. Diese Argumentationskette scheint so plausibel wie folgerichtig. Das wohl aber,
bei differenzierter Betrachtung auf die Phänomenlage, dass wohl insbesondere für die historische Reflexion der Aufklärungszeit eine Gesetzmäßigkeit gilt, die man in Anlehnung an Werner Heisenberg als kulturhistorische Unschärferelation bezeichnen darf, wissen alle mit mühseliger Archiv- und Quellenarbeit vertraute Kolleginnen und Kollegen. Denn je genauer man hinschaut, auch und gerade im 18. Jahrhundert, umso unklarer werden die Zusammenhänge. Je mehr Daten man erschließt, auch und gerade zum 18. Jahrhundert, umso unübersichtlicher werden die Felder. Und je dichter man den Untersuchungsgegenstand einkreist, auch und gerade im 18. Jahrhundert, umso mehr entgleitet er dem aufbereitenden Zugriff der historischen Rekonstruktion. Ein Beispiel hierfür liefert auch das eingangs zitierte kritische Zitat zur zeitgenössischen Lehrebildung. Gewiss war die Aufmerksamkeit breiter gesellschaftlicher Kreise für pädagogische Fragen in keiner anderen kulturgeschichtlichen Epoche derart ausgeprägt wie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Gewiss intensivierte sich das einschlägige Publikationswesen kaum sonst so rasant wie in diesem Jahrzehnt. Gewiss engagierten sich kaum sonst aufgeklärte Entscheidungsträger einer bildungsphilosophisch aufgeschlossenen Kultusadministration derart nachhaltig für Schulgründungen, für die Ausgestaltung und Flankierung konsekutiver Bildungsgänge in staatlicher Verantwortung oder für die Verwissenschaftlichung der Pädagogie als jenem akademischen Fach, das das hierfür notwendige Wissen sammeln, systematisieren und operationalisierbar vorhalten sollte. Den zentralen Schnittstellen im zeitgenössischen Transfersystem zwischen pädagogischer Theorie einerseits und erzieherischer Praxis auf der anderen Seite, dem Lehrer und seiner Ausbildung, wurde allerdings keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Das pädagogische Jahrhundert war mitnichten also auch ein Jahrhundert der pädagogischen Professionalität und der Professionalisierung der Lehrebildung. Im Gegenteil, schenkt man den eingangs zitierten Zeilen Glauben, sie stammen von Friedrich Gedeke, dem Berliner Aufklärer und Schulmann, dann scheint es um die tatsächliche erzieherische Praxis der Spätaufklärung nicht sonderlich gut bestellt gewesen zu sein. Das sogenannte pädagogische Jahrhundert war in Wahrheit eine Zeit des pädagogischen Dilettantismus. Weder war die Ausbildung zum Lehrer akademisch organisiert, noch sonst in irgendeiner Weise institutionalisiert. Stattdessen blieb die Vorstellung vom guten Donum instituendi dominiert von den Gewissheiten des Alltagsbewusstseins. Entweder, so konnte man das auch in dem Zitat nachlesen, wurde man danach zum Lehrer geboren oder der künftige Berufspraktiker bildete sich, wenn überhaupt, unter Rückgriff auf zahlreiche methodische Literatur autodidaktisch zum Präzeptor. Mit einem solchen Professionsverständnis lässt sich natürlich weder Staat machen, noch ein Schulsystem, schon gar nicht ein aufklärerisch ambitioniertes. Der erwähnte Friedrich Gedeke gehörte zu den wenigen einflussreichen pädagogischen Akteuren seiner Zeit, die diesen Missstand überhaupt erkannten und diese defizitäre Praxis auch ändern wollten. Tatsächlich schuf er mit seinem am Berliner Friedrich-Werdeschen Gymnasium eingerichteten Seminarium für gelehrte Schulen nicht nur ein Institut, das sich als ein tragfähiges öffentliches Modell pädagogischer Berufsbildung erwies, vielmehr, Herr Wenzel hat das auch schon angedeutet, begründete er mit seiner Einrichtung nichts weniger als das Vorbild für die sich später etablierende zweite Ausbildungsphase zur Qualifikation von Assessoren für das Lehramt, das Referendariat, als den auf die fachwissenschaftliche akademische Bildung aufbauenden Vorbereitungsdienst künftiger pädagogischer Professioneller im Training on the Job unter methodisch-didaktischer, unterrichtswissenschaftlicher Anleitung erfahrener Praktiker. Um diese These zu plausibilisieren, meine sehr geehrten Damen und Herren, werde ich im Nachfolgenden zunächst einen Blick werfen auf die prekäre Ausbildungspraxis für Lehramtsanwärter in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und auf die sehr singulären Versuche, die Professionalisierung der Lehrerbildung über sogenannte Universitätsseminare zu etablieren. Anschließend werde ich mich dem Schulmann Friedrich Gedeke selbst widmen und der Gründung seines Instituts, um im Fazit schließlich dann
zu belegen, wie weitsichtig die Unternehmung konzipiert war und wie kongenial die Verbindung von theoretischer Grundlegung und pädagogisch-praktischer Erprobung am Seminarium für gelehrte Schulen gelang. Erstens. Im 18. Jahrhundert war die Ausbildung der Lehrer für die höhere Schule weder formal geregelt noch staatlich organisiert. Dies war auch kaum notwendig, denn das Lehramt wurde selten als eine Lebensstellung angestrebt. In den Präzeptorenstand wechselten in der Regel nur theologisch vorgebildete Kandidaten, die sich der schulischen Lehrtätigkeit meist nur vorübergehend widmeten, während sie sich in Wartestellung auf seelsorgerische Vakanzen befanden. Ein Großteil des Personals rekrutierte sich allerdings aus dem prekären Milieu jener mittellosen Theologen, denen die Einmündung ins Pfarramt wegen ihrer niederen Herkunft oder wegen fehlender sozialer Netzwerke verwehrt blieb und die deshalb aus Verlegenheit oder mangels existenzsichernder Alternativen dauerhaft im Schulamt strandeten. Außer ihrer mehr oder weniger soliden philologischen Vorbildung brachten diese Kandidaten selten pädagogische oder methodisch-didaktische Vorkenntnisse mit, die sie für ihre Berufsausbildung qualifizierten. Neben ihrem jeweiligen autodidaktischen Engagement sind für Interessenten am höheren Lehramt im 18. Jahrhundert auch nur zwei Qualifizierungswege belegt, um sich einigermaßen grundständig auf eine spätere Schulkarriere vorzubereiten. Beide Wege verdankten sich Privatinitiativen einiger weniger pädagogisch aufgeschlossener Gelehrter und Theologen. Beide Wege waren seminaristisch organisiert. Beide Einrichtungsformen dürfen innerhalb der pädagogischen Institutionengeschichte aber als höchst singuläre Erscheinungen angesehen werden. Das wurde auch schon angedeutet. Die eine Qualifizierungsmöglichkeit war der Eintritt in propädeutische Lehrerbildungsanstalten vom Typus des am Hallischen Waisenhaus von August Hermann Franke angesiedelten Seminarium Praeceptorum. Der Kollege Oberschelp hat das ausgeführt, insofern bin ich diesbezüglich entlastet und setze einen Punkt. Die alternative Institutionenform waren die ab dem zweiten Drittel des Aufklärungssäkulums entstandenen philologischen Seminare an ausgewählten Reformuniversitäten. Während die im Zusammenhang mit pädagogischen Einrichtungen gegründeten Institute tatsächlich einzig dem Zweck dienten, die Absolventen auf die Ausübung einer späteren Lehrtätigkeit an der jeweiligen Schule oder dem Waisenhaus vorzubereiten, übten die Seminaristen im universitären Ausbildungskontext überwiegend wissenschaftliche Arbeitsmethoden ein oder profilierten sich für eine mögliche philosophische Hochschulkarriere. Den Eintritt in das Schulamt vollzogen sie nur, ebenso wie ihre Kommilitonen aus der Theologie, wenn sich keine berufliche Alternative dazu bot. Diese sich im 18. Jahrhundert durchsetzende Praxis war freilich so nicht intendiert, denn auch die Universitätsseminare waren von ihren Gründungspionieren ursprünglich mit der Absicht eingerichtet worden, fähige Absolventen für die Gelehrtenschulen zu qualifizieren und die Ausbildung der Schulmänner von den vorher dominierenden pastoraltheologischen Studien abzukoppeln. Ausgehend von dieser Säkularisierungstendenz ist es aber dennoch kaum verwunderlich, dass diese weitreichende Zäsur in der universitären Ausbildungskultur mit der Einrichtung und schrittweisen Etablierung der Reformuniversitäten des Aufklärungszeitalters verbunden war und vor allem dort, nämlich in Göttingen und hier in Halle, erprobt wurde. Die ersten einschlägigen Veranstaltungen wurden 1738 an der Hannoverschen Landesuniversität in Göttingen durchgeführt. Hier hatte der ausgewiesene Schulmann und überzeugte Neuhumanist Johann Matthias Gessner damit begonnen, fähige, philologisch interessierte Theologiestudenten mit besonderen Übungen auf eine alternative Berufskarriere an Gymnasien vorzubereiten. Dass es sich bei Gessners Seminarium Philologicum nicht um eine akademische Veranstaltung zu rein philologisch-handwerklicher Profilierung handelte, hierdurch vielmehr aufgeschlossene Pastoraltheologen für eine Lebensstellung an den höheren Schulen gewonnen werden sollten, wird unter anderem dadurch nahegelegt, dass der Professor bei den Übersetzungsübungen der altsprachlichen Texte besonderen Wert auf deren, Zitat, schulmäßige Behandlung legte. Zudem sollten die im Seminar geförderten Studierenden ermahnet werden,
den Umgang mit Kindern überall zu suchen, im Besonderen aber zu einiger Information in der göttingischen Stadtschule zugelassen zu werden. In die Tat umgesetzt wurde diese Forderung nicht. Dennoch verweisen aber die inhaltliche Schwerpunktsetzung auf die Lehrgegenstände höherer Schulen, wie insbesondere die institutionelle Anlage des Seminariums, darauf, dass sich Gessner beim Aufbau des universitären Spezialstudiengangs für künftige Schulmänner wohl eben auch durch August Hermann Frankes Lehrerbildungsinstitut hier in Halle inspirieren ließ. Mit Gessners Tod im Jahre 1761 drohte den privatim abgehaltenen seminaristischen Veranstaltungen das Ende. Als ein Glücksfall ist es daher anzusehen, dass mit der Wiederbesetzung der vakanten Göttinger Stelle Kontinuität auch bezüglich der Seminaridee gewahrt werden konnte. 1763 wurde der noch junge Philologe Christian Gottlob Heine auf den verwaisten Lehrstuhl für Poesie und Beredsamkeit berufen. Dieser griff das von seinem Amtsvorgänger eingeführte Lehrmodell nicht nur auf, vielmehr profilierte er auch das Angebot der seminaristischen Unterweisung. Während aber bei Gessner die Vermittlung philologischer Arbeitstechniken noch als methodisches Mittel zum Zweck der didaktischen Schulung der künftigen Lehramtskandidaten diente, interessierten Heine nun vor allem allgemeine, auf das humanistische Bildungsdenken ausgerichtete Fragen der Erforschung der antiken Kultur und der alten Sprachen. Unter Heines Einfluss wurde die Altphilologie damit von einer bloßen Hilfswissenschaft für angehende Theologen, Juristen, Mediziner zu einer fachlich autonomen Wissenschaftsdisziplin ausgebaut. Für die Etablierung einer universitären Lehrerbildung war dieses innovative Fachverständnis allerdings kontraproduktiv. Der für die Genese der klassischen Philologie wie für die weitere Profilierung des universitären Seminarmodells bedeutsamste Absolvent unter Heines Göttinger Philologiestudenten war Friedrich August Wolff. Dieser war nach seinem Göttinger Studienaufenthalt, und jetzt ergänze ich auch das, was Sie schon gehört haben, jetzt könnte man sagen, das ist redundant, aber als Bildungswissenschaftler wissen wir ja, dass die Wiederholung ein didaktisches Prinzip ist, also insofern sei mir das verziehen. Dieser Friedrich August Wolff war nach seinem Göttinger Studienaufenthalt zunächst auch ins Schulamt gewechselt, wir hatten das auch schon gehört, also unter anderem war er als Kollaborator tätig in Ilfeld und Rektor in Osterode. Für beide Institutionen hatte im Übrigen Heine die Oberaufsicht. Wolffs schulpraktisches Intermezzo währte allerdings nur kurz, denn schon 1783 wurde er als Ordinarius für Philosophie in Spezie der Pädagogie, das war die korrekte Denomination, an die Preußische Landesuniversität hierher nach Halle berufen, um das durch Trapps Fortgang zunächst gescheiterte Experiment universitäre Lehrerbildung unter einer gezielt neuhumanistischen Profilgebung fortzusetzen. Als ein entscheidendes Strukturelement zur Durchsetzung dieses Ziels gründete Wolff hier 1787 das sogenannte Seminarium Philologicum. Obgleich er sich bei der Einrichtung dieses Instituts konzeptionell am Göttinger Vorbild orientierte, unterschied sich das hallische Seminar in vielerlei Hinsicht aber jedoch von der Institution Heines. Während in Göttingen noch immer die Zugehörigkeit zur theologischen Fakultät als entscheidende Zugangsvoraussetzung für das verstärkte Sprachstudium angesehen wurde, öffnete sich das Hallische Institut ausnahmslos den Studierwilligen der sogenannten Humaniora. Wolff war allerdings nicht ernsthaft an einer Ausbildung künftiger Schulmänner und an der Verbesserung ihrer didaktischen Fähigkeiten interessiert. Vielmehr griff er nur sehr bereitwillig die im kultuspolitischen Umfeld ohnehin vorgebrachte Forderung nach einer Profilierung der altsprachlichen Unterweisung als strategischen Vorwand auf, um die für ihn allein wichtigen Studien zur Erforschung der Antike aus dem theologischen Lehrzusammenhang herauslösen zu können und als eigenständige disziplinäre Orientierung auch universitär zu etablieren. Für diese Deutung sprechen zumindest die Vorgänge um den Status und das thematische Profil seines eigenen universitären Lehrauftrags. Bemerkenswerterweise erklärte Wolff nämlich, auch das wurde schon angedeutet, gerade in den Jahren, in denen das Seminar für die künftigen Kandidaten des gymnasialen Lehramts eingerichtet wurde, dass er ausgerechnet für deren Erziehungs- und unterrichtswissenschaftliche Ausbildung nicht zuständig wäre.
Stattdessen konzentrierte er sich ab 1787 gezielt auf die Einrichtung eines reinen philologischen Studiengangs. Symbolisch sichtbar wurde Wolffs Verzicht auf einschlägige pädagogische und didaktische Anteile des so angelegten Studiums schließlich durch die Änderung von Wolffs Lehrauftrag und seine Bitte, ihn auch qua Denomination von der Verpflichtung zu entbinden, neben der Philosophie eben auch noch Pädagogik vertreten zu müssen. Dem Antrag wurde übrigens stattgegeben. Ganz anders noch als bei Gessners ursprünglicher Göttinger Seminargründung, die mit dem Ziel einer verstärkten unterrichtspraktischen Unterweisung der künftigen Lehre erfolgt war und in viel stärkerem Maße noch als in der darauffolgenden Phase der philologischen Profilierung der seminaristischen Ausbildung unter Heine, wurden die Kandidaten in den in Halle veranstalteten Seminarübungen ausnahmslos in den alten Sprachen bzw. in den Humaniora geschult. Sie übersetzten antike Texte, übten das Verfertigen eigener lateinischer Aufsätze und das Disputieren über einschlägige, meist literaturhistorische Themen. Spätestens mit Wolffs fortdauernder Gleichgültigkeit im Hinblick auf ein geregeltes Qualifikationsprofil seiner Seminaristen erwies sich damit aber auch, dass die einst in Göttingen auf den Weg gebrachte Idee, die Lehramtsausbildung über das universitäre, unterrichtswissenschaftlich akzentuierte Seminarmodell zu etablieren und damit gleichzeitig Tatsachen für die Ausdifferenzierung und für den Bedarf einer akademisch ambitionierten Erziehungs- und Unterrichtswissenschaft zu schaffen, strukturell gescheitert war. Die Unterweisung in den für das höhere Lehramt notwendigen Kompetenzen wurde fortan wieder überwiegend außeruniversitär realisiert, etwa an dem von Friedrich Gedecke gegründeten Seminarium für gelehrte Schulen in Berlin. Heute ist Friedrich Gedecke weithin vergessen. Gleichwohl zählt er zu den bedeutendsten Schulpraktikern der Spätaufklärung. Wenn überhaupt, dann findet der zum Oberkonsistorialrat berufene Pädagoge und Bildungsreformer heuer allenfalls meist nur noch im Zusammenhang mit seiner redaktionellen Tätigkeit für die Berlinische Monatsschrift Erwähnung, jenem Journal, in dessen Dezembernummer des Jahres 1784 Kants inzwischen legendäre Abhandlung Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, erschienen war. Gedeckes übriges, überaus reiches, publizistisches, schulpraktisches oder administratives Wirken ist hingegen nahezu vergessen. Dabei konnte der 1754 im brandenburgischen Bobrow geborene und 1803 noch nicht 50-jährig in Berlin verstorbene Schulmann auf eine selbst für die Zeit der Spätaufklärung beispiellose Pädagogenlaufbahn zurückblicken. Das überspringe ich, die einzelnen Details der Lebensstationen können wir, wenn Sie wünschen, in der Diskussion nachholen. Eine interessante Pointe ist natürlich, also dass er ausgerechnet, der Kollege ist jetzt schon raus, seine erste Ausbildung in Zülichau erfahren hat. Also auch hier die Zusammenführung von neuhumanistischen Gedankengut, dann später mit seinen auch philanthropistischen Erwägungen. Kultur wie bildungsgeschichtlich bemerkenswert sind aber vor allem Gedeckes Überlegungen zur pädagogischen Professionalisierung und zur Profilierung der Lehrerbildung. Sichtbar wird dies unter anderem an den weitreichenden Strukturmaßnahmen zur Einrichtung des Seminariums für gelehrte Schulen. Also deshalb gleich der dritte Punkt. Dass die Idee nicht neu war, die administrativ ohnehin noch nicht regulierte Lehrerbildung an ausgewählten Schulen selbst anzubinden, konnte bereits angedeutet werden. Auch die beiden institutionellen Erprobungsfelder der Lehramtsausbildung wurden bereits aufgezeigt. Einerseits die Institute vom Typus des Hallischen Seminarium Praeceptorum. Ähnliche Gründungen zur Ausbildung von Lehrern niederer Schulen sind überliefert, unter anderem aus Stettin, aus Magdeburg, aus Potsdam, aus Berlin oder aus Niesky. Für ein alternatives Seminarkonzept hatte sich, auch das habe ich bereits erläutert, an den Universitäten durchgesetzt. Fähige Absolventen des Theologenfachs sollten durch verstärkte philologische Studien für eine Tätigkeit an den gelehrten Schulen qualifiziert werden. Das Seminarium Philologicum von Gessner und Heine stehen hierfür paradigmatisch. Neu an dem von Friedrich Gedecke errichteten Berliner Institut war nun allerdings die Idee, die beiden bereits etablierten Seminarformen strukturell zu koppeln. Wie an den Lehrerbildungsanstalten vom Format des Seminarium Praeceptorum sollten die Kandidaten Unterrichtspraxis sammeln. Gleichzeitig erhielten sie,
wie die Universitätsseminaristen aber auch die Möglichkeit, sich durch intensives Selbststudium und durch konstruktiven Austausch mit ihren Mentoren oder auch den Kommilitonen zudem fach- und unterrichtswissenschaftlich fortzubilden. Gedige gründete zu diesem Zweck sowohl eine pädagogische und eine philologische Sozietät, die jeweils monatlich tagten und in denen von den Seminaristen angefertigte Abhandlungen mit dem Direktor, mit den Lehrern des Gymnasiums sowie mit den anderen, wie mit anderen Interessierten diskutiert wurden. Überliefert ist die organisatorische Struktur der Gedigischen Lehrerbildungseinrichtung in einer kleinen Schrift, einer kleinen Schulschrift, ausführliche Nachrichten von dem mit dem Friedrich-Werderschen Gymnasium verbundenen Seminarium. Diese Schrift möchte ich abschließend kurz vorstellen. Die Instruktion überliefert insgesamt 31 Paragraphen. Das Regelwerk erläutert die Stiftung, die Finanzierung, die Aufnahme der Seminaristen, die Durchführung der Lehrproben wie erzieherische Aufgaben. Bemerkenswert ist, dass das Seminarium nicht nur mit einem königlichen Privileg ausgestattet wurde, vielmehr unterstützte das preußische Oberschulkollegium die Unternehmung mit einer jährlichen Dotation von 1.000 Talern, die unter anderem für Stipendien für die Mitglieder des Seminariums verwendet wurden. Die erhielten 120 Taler, das war also wesentlich mehr, als ein normaler Lehrer auch in der niederen Schule bekommen hat. Aufnahme fanden 5 bis 6 Kandidaten, die über eine entsprechende universitäre Vorbildung verfügten und eine vorzügliche Neigung zum Schulamt zeigten, wie es in einer dieser Paragraphen zeigt. Diese verblieben für 2 Jahre am Institut und hatten während dieser Zeit vor allem Gelegenheit zu praktischer Erprobung unter Anleitung des Direktors, der übrigen Lehrer und Seminaristen. Sie gaben wöchentlich 10 Unterrichtsstunden in allen Fächern und in allen Klassenstufen des Gymnasiums. Ergänzt wurden diese Lehrproben durch individuelle Arbeitsaufträge. Dazu zählte unter anderem das Mentorat für ausgewählte, besonders verhaltensauffällige Schüler. Unter anderem heißt es dazu in Paragraph 18, um den Mitgliedern des Seminariums Gelegenheit zu verschaffen, sich auch in der moralischen pädagogischen Behandlung einzelner Subjekte praktisch zu üben, wird der Direktor ihnen von Zeit zu Zeit einen oder mehrere Schüler, die wegen auffallender Verwöhnung zur Unordnung, Unregelmäßigkeit oder Unachtsamkeit und Unfleiß einer besonderen Aufsicht und Behandlung bedürfen, ihrer speziellen Tutel und Kuratel empfehlen, da sie es sich dann, um ihren pädagogischen Beobachtungsgeist und Scharfsinn zu üben, zu besonderer Pflicht machen werden, diese ihnen empfohlenen Subjekte mehr als andere und in mehreren Verhältnissen und Situationen zu beobachten und nach Maßgabe der Beobachtung die zweckmäßigsten Mittel zur Verbesserung dieser Kuranten zu versuchen, dass sie dadurch nicht nur ihre eigene Ausbildung zum vollkommenen Schulmann, insofern dieser nicht bloß Lehrer, sondern viel immer möglich auch Erzieher sein muss, befördern und ihre Talente zur moralischen Behandlung der Jugend dadurch entwickeln, üben und nach zur Fertigkeit erhöhen. Im günstigsten Fall problematisierten die Seminaristen ihre so gemachten Felderfahrungen in den Abhandlungen der pädagogischen Sozietät. Dazu heißt es, um den Mitgliedern des Seminariums Gelegenheit zu geben, ihre einzelnen Beobachtungen zu einem Ganzen zusammenzureihen und überhaupt außer der Praxis auch Theorie der Pädagogik zu bearbeiten, ist jeder Schulamtskandidat verpflichtet, vierteljährlich eine pädagogische Abhandlung über irgendeine von ihm selbst ausgewählte Materie zu verfertigen. Diese Abhandlungen werden umso lehrreicher und zweckmäßiger werden, wenn die Schulamtskandidaten den Stoff dazu aus ihren eigenen Beobachtungen hernehmen und kann ihnen besonders die Bearbeitung der ihnen zu besonderen Aufsicht und Kuratel empfohlenen einzelnen Subjekte Gelegenheit geben, ihre pädagogischen Observationen und gewissermaßen eine Historia morbi nebst Anzeige und Beurteilung der mit oder ohne Erfolg versuchten Mittel, kurz eine auf einzelne Subjekte angewandte pädagogische Pathologie und Therapie zum Gegenstand ihrer vierteljährlichen Abhandlung zu machen und dabei aus ihren individuellen Observationen und Erfahrungen allgemeine pädagogische Bemerkungen und Ressonnements herzuleiten. Dass diese Arbeitsaufträge keine bloßen akademischen Fingerübungen waren, belegen die Durchführungsbestimmungen für die monatlichen Treffen
Denn diese Arbeiten zirkulierten dann ad votam und wurden dann in der nächsten Sitzung nochmals vorgetragen. Aus Zeitgründen können hier nicht alle Innovationen vorgestellt werden, die Gedeke an seinem Seminarium einführte. Tatsächlich nahm er für seine Einrichtung nicht einfach nur Anregungen auf, die bereits bewährten seminaristischen Formate Frankes, Gessners und Heines. Vielmehr schuf er, auch weil er die Kandidaten später vor deren Verabschiedung examinierte, nichts weniger als eine Standardisierung der pädagogischen Berufsbildung für Unterrichtsassessoren, nichts weniger als den heute selbstverständlichen strukturellen Kernbestand der zweiten Phase der Lehrerbildung. Auch bei der Auswahl seiner Seminaristen hatte Gedeke eine glückliche Hand. Die ganze Kulturelite, die ganze administrative Elite Preußens der Zeit um 1800 durchlief tatsächlich die Schule, also von Johann Heinrich Hüvern über Bernhardi oder Spilecke. Der berühmteste Seminarist allerdings brach seine Ausbildung ab und wurde Theologe. Es war Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Rückblickend auf den nur kurzen Aufenthalt Schleiermachers an seinem Seminarium notierte Gedeke dann später: Schleiermacher, ein sehr guter Kopf, doch er tat wohl, nicht beim Schulamt zu bleiben. Eine ganz kurze abschließende Anmerkung. Ich habe mit einem Zitat begonnen, meine Damen und Herren, ich ende mit einem Zitat. Lehre ist eine Kunst und eine Kunst muss gelernt werden. Es gibt zwar geborene Lehrer, wie geborene Dichter, Tonkünstler und so weiter, aber selbst diese verlieren nichts dabei, wenn sie über ihre Kunst deutlich denken lernen. Es ist merkwürdig, dass man unter allen Künsten gerade diese, die nützlichste, die unentbehrlichste von allen, bisher am meisten vernachlässigt hat. Keine Akademie setzt Preise auf ihre Vervollkommnung, keine Universität hatte ehemals einen Lehrstuhl für sie. Und die man in neuen Zeiten errichtet hat, sind meines Wissens wieder eingegangen oder werden doch nicht gebraucht. Es ist keine Nachfrage nach dieser Kunst. Jeder glaubt sie von selbst zu wissen oder doch für sich und durch die Ausübung leicht lernen zu können. Man wird auch nicht darin geprüft, wenn man ein Lehramt sucht. Wenigstens wird man darin um die Theorie der Kunst nicht gefragt. Dieses Zitat stammt nicht von Friedrich Gedeke, es stammt aber von einem Zeitgenossen Gedekes. Geschrieben wurden diese Zeilen im Jahre 1792 von keinem Geringeren als von Ernst Christian Trapp für den 16. Band der Allgemeinen Revision. Es scheint, als habe Trapp bei der Abfassung dieser Zeilen den Berliner Schulmann Friedrich Gedeke vor Augen gehabt, der ihm in der Kritik dieser Missstände eben nicht nur ein publizistischer Fahnsmann war. Denn vor allem bot Gedeke diesen Missständen mit seinem Seminarium für gelehrte Schulen ganz offensiv und ganz praktisch die Stirn. Der Bildungsforscher Ernst Christian Trapp hegte für Friedrich Gedeke und dessen Reformbestrebungen bekanntlich auch große Sympathien, und auch das ist nachzulesen. Ich danke für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Applaus